Eine Korrektur der Aktienmärkte noch vor der Wahl wird aus meiner Sicht immer wahrscheinlicher und dafür gibt es fundamentale Gründe und es gibt charttechnische Gründe und das will ich in diesem Video ein bisschen ausführen. Kommen wir vielleicht mal zunächst zu den fundamentalen Gründen. Wir haben ja derzeit so die beste aller Welten eingepreist an den Aktienmärkten. Egal was passiert, ist bullisch, kriegst du keinen Stimulus vor der Wahl, kriegst du noch einen größeren Stimulus nach der Wahl. Egal ob Biden gewinnt oder Trump gewinnt, alles bullisch, Wahl wird wahrscheinlich nicht angefochten, weil doch die Demokraten gewinnen, so derzeit das Mantra an der Wall Street, aber das ist ein bisschen sehr schön alles und die Risiken sind ja nicht gerade gering, die sind nicht gerade gering in Sachen Corona, die sind nicht gerade gering in Sachen Shutdowns, die derzeit wieder der Fall sind und noch einige mehr. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was heute so ein bisschen die Laune verdorben hat an den Aktienmärkten und das sind die Aussagen dieses jungen Mannes, der hat gesagt, at this point getting something done before the election and executing on that will be difficult. Also vor der Wahl, das wird schwierig, vor allem wenn man es noch vor der Wahl irgendwie ausführen soll, mithin, dass dann auch die Schecks oder die finanziellen Zuwendungen bei den Leuten oder den Firmen landen, das wird schwierig. Und er sagte eben auch, in einigen Bereichen sind wir noch ganz weit auseinander. Als Mnuchin das sagte, da war die Stimmung plötzlich deutlicher eingetrübt. Der S&P 500 fiel unter die 3500er Marke. Das zeigt, dass offenkundig viele dann doch mit dem Stimulus noch vor der Wahl gerechnet hatten. Ähnliche Reaktion wie damals, als Donald Trump gesagt hat, ja, wir brechen jetzt die Verhandlungen ab. Aber dann hat er ja diesen Roundturn gemacht, diesen U-Turn gemacht. Nämlich Donald hat gesagt, ja, let's go big, lass uns den ganz großen Stimulus machen. Heute hat Trump interessanterweise gesagt, er mache sich Sorgen um das US-Defizit, aber auf der anderen Seite sagt er, we must go big, also so ganz passt das nicht zusammen. Aber schauen wir uns mal an, wofür bisher diese Stimulusgelder verwendet wurden und da haben nur 29% angegeben, okay, wir haben das ausgegeben, haben das konsumiert, eingekauft, während 35% gesagt haben, naja, davon habe ich Schulden bezahlt oder habe das aufs Konto gepackt als Sparreserve für unsichere Zeiten. Also der erhoffte, die Wirkung ist nicht so wirklich eingetreten. Da haben sicherlich auch einige Robinhooder das Geld an die Börse gebracht, darf man annehmen. Das zumindest legen die Daten nahe. Und es gibt ja das Narrativ, Mensch, diese Rallye ist so gehasst, weil so wenige investiert sind. Das ist allerdings nicht der Fall. Wir sehen hier zum Beispiel Hedgefonds sind extrem auf der Longseite positioniert. Wir sehen, dass Privatanleger extrem auf der Longseite positioniert sind im Optionsbereich und vor allem Einzelaktienoptionen wie Apple, wie Amazon etc. Und es ist also nicht so, dass wir eine Unterinvestition jetzt unbedingt konstatieren müssen. Das sehen wir hier eben jetzt auch an der sogenannten Gamma-Exposure von Brokern. Gamma ist ja das, was ein Broker tun muss, um seine Risiken abzuhedgen. Sprich, kauft jemand Apple-Optionen auf der Long-Seite, kauft er Calls, wettet er also auf einen steigenden Apple-Kurs, dann hat der Broker zwei Möglichkeiten. Entweder er findet einen anderen, der seine Call-Optionen dem Broker zurückverkauft, dann kann er, nämlich der Broker, dem neuen Interessenten diese gleich wieder verkaufen oder er muss, wenn er das nicht kann, dann muss er die Aktie selber sozusagen long gehen, muss sie kaufen, damit ein Anstieg der Option und des Preises der Option für ihn nicht zum Risiko wird, weil normalerweise ja praktisch er die Risiken selbst aufs Buch nimmt, mithin also gegen den Kunden wettet, das hedgt er damit ab. Die Gamma Exposure extrem hoch, am Freitag haben wir den kleinen Verfall, da verfallen diese Optionen. Und da ist denn natürlich eine gewisse Achillesferse für die Märkte. Hier jetzt mal ein charttechnischer Grund. Was Sie hier sehen, ist der TLT. Das ist das maßgebliche Anleihen-ETF für US-Staatsanleihen, länger laufende US-Staatsanleihen. Und hier sehen wir, hier sind wir in einem Abwärtstrend, der allerdings jetzt seinen Boden ausgebildet hat auf der Unterseite und jetzt nach oben tendiert. Wenn der TLT steigt, dann sinken die Renditen. Das heißt, dann entsteht Nachfrage nach diesen Staatsanleihen. Und diese Staatsanleihen sind ähnlich wie der US-Dollar eine Art sicherer Hafen, wenn Risikoaversion entsteht. Wenn das der Fall ist, dann gehen Investoren gerne in US-Staatsanleihen und eben den US-Dollar, auch wenn die Haushaltspolitik der Amerikaner natürlich total unsolide ist, aber es ist eben die Weltreservewährung, dann geht man in diese Währung, zumal eben dann viele Verschuldete, gerade aus den Emerging Markets, sich enthebeln müssen. Die sind in Dollar verschuldet. Also manches deutet darauf hin, dass wir jetzt niedrigere Renditen am Anleihemarkt sehen, einen stärkeren Dollar sehen. Und
und das ist dann ungut auch für die Aktienmärkte. Hier sehen wir zum Beispiel den Nasdaq 100 in den Charts, meine Damen und Herren, von Capital.com. Fast hätte ich vergessen, das zu erwähnen. Und wir sehen hier eigentlich jetzt im kurzen Zeitfenster erstmal so eine Top-Formation. Wie gesagt, wir haben jetzt eigentlich ja alles Gute eingepreist. Das war die Hoffnung, okay, da kann nichts mehr schiefgehen. Die Tech-Unternehmen sind die großen Profiteure der Krise, der Corona-Krise. Und wenn jetzt ein bisschen die Fallzahlen, die Corona-Infizierten wieder nach oben gehen, auch kein Problem. Jedenfalls sagt Art Cashin, die Trader-Legende, die jetzt für die UBS arbeitet. Also wir haben eigentlich sehr, sehr gute Zahlen aus der begonnenen US-Berichtssaison. Wir haben heute Wells Fargo gesehen, naja, mäßig gut. Wir haben sehr, sehr starke Goldman Sachs Zahlen gesehen. Wir haben mäßige Zahlen von Bank of America gesehen. Aber andere, vor allem gestern, hatten ja, wie JP Morgan, hatten ja sehr, sehr gute Zahlen berichtet. Jedenfalls sagt Art Cashin, ja, schaut euch mal die Situation an. Wir haben eigentlich ja gute Zahlen von der US-Berichtssaison, aber der Markt geht dennoch nicht nach oben. Da scheint etwas anderes im Spiel zu sein, eine andere Sorge im Spiel zu sein als die Earnings, also als die US-Berichtssaison. Und es könnte Covid sein, es könnte die Politik sein oder eben andere Dinge. Jedenfalls haben wir trotz guter Zahlen der US-Berichtssaison eben jetzt nicht ein Hurra an den Aktienmärkten. Und es gibt ja die große Lebensweisheit an den Aktienmärkten, die besagte, was nicht steigen will, tendiert dazu zu fallen. Und umgekehrt, was also trotz schlechter Nachrichten nicht fällt, tendiert dann dazu zu steigen. Schauen wir uns mal noch interessante Aussagen an von Madame Barkin, FED-Mitglied, nämlich der San Francisco FED, die gesagt hat, naja, also es geht ja hier um Jobs mit unseren Unterstützungsmaßnahmen, mit diesem ganzen Stimulus, den wir machen, und ich bin nicht bereit, nur weil ich die Reichen damit reicher mache, auf die Sicherung von US-Jobs zu verzichten. Also man weiß durchaus, dass man natürlich die Vermögenspreise, die Assetpreise hier mit nach oben gebracht hat, aber sagt, okay, ich kann ja nicht nur, damit ich verhindere, dass die Aktienmärkte durch die Decke schießen, jetzt nicht diese Jobs riskieren, die wir mit unseren Geldern unterstützen. Schauen wir uns mal an, wie es denn genau um die Verteilung aussieht, nämlich des Aktienbesitzes. Hier sehen wir, dass die obersten 1%, mehr als 50% der Aktien besitzen und die nächsten 9%, also von 90% bis 99%, die haben den zweitgrößten Anteil, und die Bottom 50%, also die unteren 50%, haben sie gut wie gar nichts. Wenn wir uns mal das Vermögen der Menschen anschauen, dann sehen wir, dass wir hier praktisch eben eine extrem ungleiche Verteilung haben. Die unteren 50% der Amerikaner haben 2% des gesamten Volksvermögens. Das ist sozusagen etwas, das durch die Fed-Politik natürlich sich noch radikalisiert, noch stärker wird. Man will ja eigentlich die Gesellschaft zusammenhalten, will die Wirtschaft zusammenhalten, und faktisch produziert man das Gegenteil. Einer der Annahmen an den Märkten war ja, dass diese Wahl nicht angefochten wird. Jetzt hat heute Morgan Stanley gesagt, ja, wir sehen eine 80%ige Wahrscheinlichkeit dafür, dass vielleicht die Wahl noch nicht am Wahlabend dann entschieden ist, dass wir also nicht sofort wissen, wer die US-Wahl gewonnen hat. Aber in der Woche, da wissen wir das noch. Das heißt, man geht davon aus, dass die Wahl sozusagen doch relativ eindeutig ist, noch nicht alle Briefwahlstimmen gezählt sind, aber eine klare Tendenz sozusagen sich abzeichnet. Das ist das, was die Märkte ja bisher eingepreist haben, was man sozusagen als optimistische Sicht hatte. Vorher hat man sich ja Sorgen gemacht, oh, die Wahl wird angefochten. Dann hat man sich gesagt, nein, die beiden Jungs, die werden das klar gewinnen. Dementsprechend wird es nicht angefochten. Ich glaube, Donald Trump wird die Wahl so oder so anfechten, egal wie das Ergebnis ausfällt, außer er gewinnt relativ deutlich. Dann haben wir jetzt mal nach Deutschland kommend eben die Situation, dass hier heute die Wirtschaftsforscher verschiedener Institute, ob es praktisch IFO ist oder die verschiedensten Institute hier in Deutschland, haben jetzt erstmal ihre BIP-Prognosen nach unten genommen für die Zukunft, weil man sagt, ja, ist doch hartnäckiger, als wir vermutet hatten noch kürzlich, nämlich diese ganze Corona-Geschichte. Und das, obwohl Deutschland eigentlich hier im europäischen Vergleich noch sehr, sehr gut dasteht, was die Fallzahlen von Corona betrifft, da sehen wir, dass Deutschland da noch mit am wenigsten betroffen ist. Dagegen anders jetzt andere Länder dazu gleich. Wir sehen, dass eigentlich auch hier eine gewisse Akzeptanz ist, sogar für die Quarantänepflicht für innerdeutsche Urlauber. War ja die Situation, dass zum Beispiel wer aus Berlin-Mitte kam, eigentlich dann kein Hotelzimmer buchen kann oder ein Apartment buchen kann in Schleswig-Holstein zum Beispiel, an der Nord- oder an der Ostsee.
Jedenfalls sehen wir, dass die Linken da, also die Anhänger der Partei der Linke, da doch überragend dafür sind, während die geringste Zustimmung bei der FDP und vor allem bei der AfD der Fall ist. Wahrscheinlich, weil die vor allem von der AfD denken, Coronavirus gibt es nicht, gell? Nicht existent oder überhaupt kein Problem oder Verschwörung der Welteliten, gell? Die haben sich da zusammengetan auf der ganzen Welt, ja? Weil die ganze Welt reagiert ja irgendwie ähnlich mit Eindämmungsmaßnahmen, aber es ist alles eine Riesenverschwörung. Wahrscheinlich, gell? Also da wird sich verschworen, das ist unglaublich, gell? Was da Verschwörungen laufen, ne? Also ich schweige darüber, gell? Weil die sind ja so offensichtlich, sieht ja jeder, ne? Also es gibt hier durchaus eine Affinität eben zu jenen, die auch Trump-Anhänger sind, die eben das ähnlich sehen, die sagen, ja, das wird völlig überspielt, man kann ja durchaus kritisch sein gegenüber den Maßnahmen, auch gegenüber den Statistiken, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, das ist sozusagen ein Komplott der Eliten. Jetzt gibt es gleich wieder viele Dislikes derjenigen, die Trump-Anhänger sind und das Coronavirus das Problem ganz, ganz anders sehen. Ich weiß nicht, was ich sozusagen im früheren Leben mal falsch gemacht habe, dass ich immer mehr Zuschauer aus diesen Ecken leider habe. Aber sei es drum, man ist leidensfähig, gell, ich auch. Und schauen wir uns dann nochmal an, hier die Zahlen aus Italien heute, der höchste Stand seit dem März. Da haben wir also praktisch jetzt eine Explosion, gerade zu der Zahlen gilt für viele Staaten, Tschechien mit neuen Rekordzahlen. Portugal hat jetzt heute die Corona-Maßnahmen verschärft. Heute ja die Bundesregierung, respektive Merkel mit den Ministerpräsidenten der verschiedenen Länder ringend um eine gemeinsame Haltung, nachdem das zuletzt ja doch relativ problematisch war. Summa summarum, wir haben derzeit die beste aller Welten eingepreist. Alles ist gut, alles ist schick, alle sind auf der Long-Seite, alle sind short in US-Staatsanleihen, rechnen also mit steigenden Renditen statt mit fallenden. Alle sind short im US-Dollar, rechnen also mit einem fallenden Dollar statt einem steigenden Dollar. Und diese Mixtur, die deutet für mich darauf hin, dass da Ungemach ist. Es gibt praktisch keinerlei Absicherung, Put-Call-Ratio auf historisch niedrigem Stand. Niemand rechnet also mit einem stärkeren Rücksetzer, weil man eben sagt, gibt gar kein Risiko. Und wenn, dann sind die Notenbanken sofort dabei, uns das Sicherheitsnetz unter den Hintern zu halten. Ich halte diese Auffassung für naive. Im Mindesten ist ein Rücksetzer von 10% eben durchaus möglich, auch wenn sozusagen wahrscheinlich nichts Ähnliches passiert wie jetzt im März, als wir dann wirklich gecrashed sind. Wie auch immer, jetzt einen wunderschönen Feierabend. Ich sage Servus und ciao.